Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, Sie kennen alle den berühmten Spruch an der Börse, sell May and go away. In diesem Jahr ist diese Regel aber nicht aufgegangen. In diesem Jahr hat es eher geheißen, buy in May and stay. In der Tat, die Stimmung ist prächtig. Man hat den Eindruck, die Pandemie ist vorbei. Die Börse bezahlt Zukunft, schaut nach vorne. Und in der Tat, jeden Tag hören wir über irgendeine Wirtschaftslockerung weltweit. Die Frühindikatoren, sie bessern sich. Gerade auch in China stellen wir fest, da geht es wieder deutlich und sehr schnell Richtung Normalität und davon zehrt die Börse. Wohl wissend, dass im Augenblick sicherlich die harten Konjunkturdaten immer noch schlimmer am schlimmsten aussehen. Aber die Richtung nach vorne scheint zu stimmen. Auch was für die Börse spricht, ist, dass das europäische Rettungspaket dafür sorgt, dass die Eurosklerose, eine weitere Eurokrise, zunächst mal beiseite geschoben ist. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Die 500 Milliarden Euro, die verschenkt werden, die tun mir nach wie vor weh. Es hat mit Stabilität nichts zu tun. Aber die Börse sagt, zumindest keine neue Euro-Krise. Davon profitiert auch der Euro. Er hat sich gegenüber dem Dollar dann doch nach oben gepäppelt, definitiv. Und das Schöne ist ja auch, wenn die Weltwirtschaft dann auch wieder etwas mehr Gas gibt, davon profitiert natürlich die europäische Old Economy. Unsere Industriewelt, auch gerade was Deutschland angeht, das ist sehr positiv. Und was auch sicherlich für die Aktienmärkte nach wie vor spricht, ist eine sehr lockere Geldpolitik, die natürlich auch sehr locker bleiben wird. Es gibt keine Alternative, keine richtige zu Aktien. Hinzu kommt der ruinöse Wettbewerb unter den Vermögensverwaltern. Man muss ja die Aktien gehen. Man stellt sich vor, man hätte die Performance seit Mitte März bis jetzt nicht mitgemacht. Also der Druck, Rendite zu erwirtschaften über Aktien, ist dann nach wie vor da. Auch charttechnisch, wir sind eine Zwei-Tage-Linie oder haben sie sogar schon überschritten. Auch das öffnet natürlich Potenziale nach oben. Da ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Ist jetzt die Happy Hour ausgebrochen, wenn wir jetzt bis Jahresende nur steigende Kurse sehen? In der Tat bezahlt die Börse, die Aktienbörse, eine sehr positive Zukunft. Aber diese Vorschusslorbeeren brauchen nach wie vor viel Wasser. Was nicht passieren darf, ist, dass über eine mögliche zweite Infektionswelle, über die ja viele oder alle sprechen, dass die so gravierend wird, dass man wieder einen Lockdown machen müsste. Das wäre Gift für die Aktienstimmung. Ich gehe aber davon aus, dass die Politiker das nicht mehr machen würden. Ansonsten müsste man noch mehr Geld in die Hand nehmen, noch mehr Schulden machen. Das möchte man natürlich dann nicht. Herr Trump sollte seine Schelmereien sein lassen, jetzt sehr zart ausgedrückt. Er sollte auch keinen Handelskrieg mehr mit China machen. Das können wir im Augenblick nicht gebrauchen. Aber ich denke, für seine Wiederwahl würde er es nicht riskieren, dass seine multinationalen Konzerne eben auch dann die Knute eines Handelskrieges wieder spüren werden. Das sorgt dafür, meine Damen und Herren, ja, wir werden Enttäuschungen sicherlich haben, aber dass die Börse dann doch volatiler, unter volatilen Schwankungen dann doch sich stabilisiert und Ende des Jahres die Aktienkurse noch höher sind als jetzt. Also ich glaube nicht, dass der Aktienmarkt nochmal so dramatisch einbrechen wird. Es wird alles dagegen getan. Wir können uns rein wirtschaftlich gar nicht mehr erlauben, dass wir nochmal einen massiven Zusammenbruch haben, dass die Weltwirtschaft sozusagen kaserniert wird und ab und zu Freigang hat, das wird nicht funktionieren. Also bleiben Sie bitte auch dem Aktienmarkt jetzt definitiv treu. Jetzt kommt mein Credo wieder, die regelmäßigen Aktiensparpläne. Ich glaube nach wie vor sind die Aktien ein gutes Anlagepflaster. Natürlich wünsche ich mir auch, dass Europa jetzt nicht nur Geld nur ausgibt, um hier die Wirtschaft zu stabilisieren, sondern dass wir auch die Zukunft gewinnen. Ich hoffe, dass wir in die Zukunft investieren, wenn wir schon neue Schulden machen müssen, damit wir auch in puncto Digitalisierung, Infrastruktur mit China und Amerika einigermaßen mithalten können. Sonst wird es längerfristig nichts mit dem europäischen Aktienmarkt, dem Augenblick ein Hoch hat. Aber hoffen wir, dass Europa nochmal die Kurve bekommt. Ich bedanke mich.